Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmann und ich begrüße euch wieder bei Uncharted The Lost Legacy. Jawohl, und wir sind wieder unterwegs mit der Chloe und mit der Nadine. Sie haben sich ausgesprochen, sie sind wieder beste Freundinnen und wir sind auf einem Elefanten geritten. Wow. Oh ja. Der Bulle bringt dich um. Oh, guck mal, die Schmusen. Komm, wir machen mal ein Foto. Hier, das mache ich. Oh, okay, danke. Ein bisschen rüber? Sehr gut. Jetzt streck dich in die Richtung und halt deine Hand auf. Was? So streichelt man einen Elefanten sicher. Besten Dank. Aha. Okay. Danke für den Tipp. So. Okay, sind wir hier? Salas Kampf mit dem Tiger. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, das ist gut, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber Elefanten waren doch mal größer. Du kennst wahrscheinlich afrikanische Elefanten. Das sind indische Elefanten. Aha. Was ist der Unterschied? Kleiner. Kleinere Ohren. So ein Doppelbuckel auf dem Kopf. Aber eins haben sie gemeinsam. Und zwar? Sie trampeln dich platt, wenn du dich ihrem Kalb näherst. Verstanden. Ach so. Ja, das war dann Elefantenbulle, wo es mit mir angelegt hat. Klar. Kalb ist ja der kleine Elefant. Den wollen sie ja beschützen. Ist ja logisch. Lenk von Asaf uns Vorräte dazulassen. Nimm dir, was du brauchst. Gute Idee. Na? 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 So. Okay. Und ein bisschen C4. Soll ja nicht schaden. Oh, fuck. Ja, komm. Lass mal so. Ist okay. So. Hier oben. Oh, wieder ein Foto. Ist auch immer noch faszinierend, dass ihr Handy immer noch geht, so oft wie sie gefallen ist und auch im Wasser gelandet ist. Scheint ein sehr gutes Handy zu sein. Also da kann es nicht von Apple gewesen sein. So. Geht's weiter? Ah ja. Oh je. Muss mal ein bisschen Schwung holen. Okay. Alles klar. So gibt's auch ein Stück. So. Okay. Und da hoch. Und darüber. Treppe rauf. Ich sehe Licht. Durchs Wasser. Ja. Oh, wow. Kapitel 7. Das verlorene Vermächtnis. Weißt du, man sieht nicht jeden Tag eine komplett verborgene Stadt, die seit Jahrhunderten niemand mehr gesehen hat. Bis auf Asaf. Bis auf Asaf. Und ein paar seiner Männer. Und ein paar seiner Männer. Bist du soweit? Du hast... Immer. ...den Moment total versaut. Ist dir klar, oder? Ich bin soweit. So. Okay, können wir wieder Foto machen. Genial. Sieht aus, als ob an der Seite alte Gemächer sind. Also hoch. Also hoch. Okay. Boah. Okay. Oh. Mal aufpassen.
Asafs Berater lässt uns alle im Kreis herum. Wow. Wow. Ich glaube, wir haben sie aber jetzt alle. Oh Gott. Ist auch rüber. Komm, hoch. Hoch mit dir. Oh Gott. Nein. Oh fuck. Ah, das war blöd. Ich muss mal das hinkriegen, dass ich mich besser in Deckung bringe. Es ist ja immerhin ein Deckungsshooter. Oh. Deckung. Okay. So. Gehen wir mal nach oben. Und darüber. Ja. Okay. Wo bist du? So. Oh Gott. Shit. Fuck. Ah. Oh Gott. Boah, der hat's überlebt. Alter, oh nein. Ah, was mache ich denn? Ich wollte doch gar nicht drüber hüpfen, ne? Ja, ist klar, aber Schwein. Alter Schwede. Okay. Ist er tot? Alter. Superman. Was ist denn jetzt hier? Oh Gott. Boah. Müssen aufpassen. Wo ist denn der jetzt? Kommt der da hoch? Oh. Oh Gott. Nein. Ja, aber ist auch nicht schlecht. Warum nicht? Gerade mal eine Etage tiefer gegangen. Kann man mal machen. Sag mir, was du findest. Du suchst da drüben, ich geh hier lang. Wo ist denn der jetzt? Wo sind die hin? Okay, alle aufsperren. Okay. Moment mal. Na, knickknack. Knickknack. So. Komm, den kriegen wir gewuppt. So. Der Dicke müsste doch aber immer noch da sein, oder? Oh Mann. So. Aber gut. Wow. Da geht's weiter. Hilf mir hier mal. Sie werden uns hören. Sehen Sie uns. Komm schon. Alles sauber. Komm. Oh fuck. Ist dein Versuch wert? Es geht los. Oh Gott. Oh Gott. Du hättest uns auf den Weg gehen sollen. Schnappt ihr euch! Fuck. Oh fuck. Verdammte Kacke, verdammte.
Oh Mann. Komm, Alter. Okay. Headshot hilft. Wow. Alles sicher. Gehen wir zur Tür zurück. Alter Schwede, was ein Stress. Was ein Stress. Okay, weiter geht's. Komm schon. Wir müssen da durch. Komm. Oh, nochmal. Und nochmal. Ja. Ah, mal sehen, wo wir rauskommen. Ja, definitiv. Bin ich auch mal gespannt. Oh, leck. Irgendwo muss es einen Weg in die Stadt geben. Ja, eigentlich schon. Wow, da oben. Asaf hat wohl keinen Eingang gefunden, also hat er einen gemacht. Man sollte annehmen, dass Asaf mehr Respekt für diesen Ort hat. Asaf respektiert nur Asaf. Irgendwie schade, dass Belur der Welt verborgen ist. Tja, jetzt wissen wir warum. So. Okay. Dann mal hoch. Ah ja, guck mal hier. Wahrscheinlich einer der Hoysala-Könige. Wie viele Könige hatten sie damals? 11. Der junge König war der letzte der Linie. Tja, sein Plan hat geklappt. Er rettete die Stadt vor den Persern. Ja, da können wir nicht hoch. Okay. Alles klar. Okay. Darüber dann wahrscheinlich. Oh Gott. Oh, Mist. Hier waren wir gerade. Hä? Den Vorsprung über den Fällen. Ha! Sehr gut. Hä? Vorsprung über den Fällen? Hab ich jetzt nicht verstanden. Okay. Gehen wir nochmal rein. Ist ja kein Problem. So, da hoch. Okay. Sind wir gleich wieder da. Ah, okay, jetzt weiß ich. Oder? Hä? Nee. Ach so, da. Da meint sie. Okay, mal. Nee. Das war doch jetzt auch nicht der Clou. Hä? Zwischen den Fällen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was sie meint. Wo müssen wir hin? Hä? Ah, hier, okay. Glaube ich, ne? Ja. Können die hinhauen. So. Dann mal los. Hier geht's lang. Okay. Erst gar nicht so gesehen, aber jetzt ist klar. So. Darüber. So. Es wird immer beeindruckender. Oh ja. Definitiv. Definitiv. Verdammt, der Eingang wurde gesprengt. Das muss die Explosion gewesen sein. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, ich glaube auch schon, ich
10, ja. Sehr hier geil. Hier drin, Nadine. Schmeckt lecker. Beeilung. Wir müssen oh. Die anderen einholen. Ich sehe sie. Okay. Leise, leise, leise. Die Stadt ist groß. Es muss noch einen Weg geben. Ja, was ist das hier? Ein Bad oder ein Brunnen? Da, ziemlich tief hier. Okay. Müssen wir wieder tauchen. Alles klar. Kein Problem. Sind wir ja erprobt. Oh Mann. Wasserreservoir. Ah ja. Ja, Fotobacken, ja. Ah, sieh mal, die Königin und ihre Zofen. Das war wohl das königliche Bad. Zur Abwechslung mal Statuen von Frauen. Mhm. Dabei waren die Frauen bei den Hoysala eine wichtige Rolle. Vor allem die Königinnen. Kein Wunder, wenn die Könige und Männer ständig irgendwo kämpfen. Sie kümmerten sich auch um die schönen Künste. Poesie, Musik und sowas. Belur gehörte sozusagen ihnen. Hm. Okay. Was um Himmels Willen ist das? Was ist das? Alte Kanada-Schriften. Sieht nach Strophen aus. Könnten Gedichte sein. Ist das eine Bibliothek? Sieht so aus. Eine Bibliothek, okay. Sieht wie eine Trommel aus. Das ist eine Trommel. Die bewahren hier alles Mögliche auf. Ist ja Wahnsinn. Fraser, hier drüben. Oh, wow. Sieh dir das an. Cool. Unglaublich. Das ist ein Altar oder sowas. Die Könige müssen viel für ihr Volk erduldet haben. Sie haben nicht nur den Stoßzahn beschützt. Historiker glaubten, er sei ein Symbol der Macht und Überlegenheit, aber ich glaube, die lagen falsch. Er war ein Symbol ihres Volks, ihrer Kultur. Er war ein Symbol ihrer selbst. Hey, wozu sind die? Hier. Das ist wirklich was Großes. Wieso hat der dumme Mistkerl mir nichts erzählt? Du hast es selbst gesagt. Er wollte, dass du sicher bist. Asaf darf den Stoßzahn nicht bekommen. Nein. Auf keinen Fall. Danke. Dank mir, wenn wir hier lebend rauskommen. Gutes Argument. Das Ganesha nicht. Oh. Gut, dass ich das dabei habe. Oh. Okay. Das Tor geht nach
ist aufgegangen. Ja, aber was sich hinter diesem Tor verbirgt, das werden wir erst in der nächsten Episode erfahren, wenn es wieder heißt Uncharted The Lost Legacy. Seid wieder mit dabei, jawohl, das würde mich auf jeden Fall freuen. Und was mich auch freuen würdet, wenn ihr auch mal dieses Video bewerten würdet, wenn ihr mir einen Daumen gebt, wenn es euch gut gefallen hat oder wenn ihr mir einen Kommentar dalassen würdet, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, bye, bye.